Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Dimetrodon, eine riesige urzeitliche Echse mit einem sehr großen Segel auf dem Rücken. Der sieht wirklich böse aus. Freue ich mich schon sehr drauf. Oha, das sieht ja nice aus. Die roten Augen in der Dunkelheit gefallen mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und auch der Skin. Wir schalten jetzt hier nochmal auch schnell die Unterarten durch. Da haben wir einmal, ja, ich glaube, das ist mehr Blutungsschaden. Schaden an sich. Und Ausdauerregeneration. Ich würde sagen, wir nehmen den Blutungsschaden. Ich möchte nämlich versuchen, den komplett auf Blutungsschaden zu spielen heute. Das könnte sehr interessant werden. Deswegen würde ich sagen, starten wir. Und wir sind winzig. Gerade mal so groß wie die Steine hier. Und los geht's für uns irgendwo in der Wüste. Weil ich glaube, wir sind direkt beim grünen Tal, oder nicht? Ja, guck mal, das grüne Tal ist direkt hier. Habe ich sogar erkannt, weil ich den Weg letztens gelaufen bin. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr flink. Und ich glaube, der ist auch super wendig. Ah, das wird interessant beim Kämpfen. Da kann sich auch super schnell auf der Stelle drehen. Ich glaube, aktuell können wir leider nur diesen Biss. Aber wenn wir dann wachsen, werden wir auch noch mehr lernen. Unsere erste Mission ist Blumen sammeln. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Richtung grünes Tal gehen, weil dort ist ja so ein bisschen mehr Wiese. Und auf der Wiese sind dann bestimmt auch irgendwelche Blumen. Und der erste Dino, den wir treffen, ist einfach direkt so ein Riese. Geh mal hin. Boah, ich glaube, das ist noch nicht mal ein voll ausgewachsener Argentinosaurus. Ich glaube, der ist noch klein. Aber wir sind halt winzig, deswegen wirkt er so gigantisch groß. Willst du mein Freund sein? Ich glaube, der will mich irgendwie kaputt hauen. Drehst du seinen Schweif zu mir? Soll ich ihn mal beißen? Leben am Limit. Leider noch nicht genug Schaden, glaube ich, dass das was bringt. Ja, bis jetzt klappt das aber ganz gut. Er trifft uns auch nicht. Okay. Aber wir sind logischerweise One-Shot. Oh, ich habe hier direkt wieder Besuch. Ich weiß nicht, was da schwimmt, aber irgendwas Schnelles. Das ist auch hier runtergegangen. Schaffe ich das auch hier runter? Anscheinend schon. Auch nicht, was da faucht. Das klingt echt böse. Na, keine Ahnung. Aber ich höre auch die Schritte vor mir. Aber wir sind halt noch ein Baby, also es bringt halt gar nichts, jetzt zu kämpfen. Ohne Attacken oder irgendwas. Oh, guck mal, das ist auch ein kleines Croc noch. Oh nein. Will mich. Wenn wir nirgendwo gegenlaufen, sollten wir auch davon rennen können. Vorne ist es wieder. Nein, komm.
Oh, da kommt noch was. Ich höre Schritte. Der große Bruder kommt. Wir sollten gehen. Ich laufe irgendwie gefühlt überall gegen. Ja, das reicht perfekt. Sehr gut. Und jetzt sollen wir hier Kiefernzapfen sammeln. Machen wir natürlich auch. Wir wollen ja schön schnell wachsen und schnell unsere Attacken lernen. Dann können wir auch richtig fighten und nicht hier so ein bisschen rumalbern. Aber die Mission war ja auch super schnell gemacht. Hier sind so viele Kiefernzapfen. Und jetzt sollen wir Blumen sammeln. Sind bestimmt hier auf diesen kleinen Grasstücken. Ich hoffe es einfach mal. Sind ja immer recht auffällig, weil die so komplett weiß sind. Hier scheinen aber keine zu sein. Aber hier ist so eine Kleintierhöhle. Da können wir mal eben stören. Und dann können wir uns auch was zu fressen fangen. Wobei ich noch nicht wirklich doll hungrig bin. Aber ist ja egal. Vielleicht können wir nebenbei auch so ein bisschen die Mission erfüllen. Oh, sieht ein bisschen aus wie wir. Tut mir leid. Es muss sein. Es ist für die Mission. Und weil ich hungrig bin. Ja, kann schon gar nichts mehr essen. Ein Happen, dann war schon vorbei. Ich suche dann Blumen, würde ich sagen. Hier kann ich nämlich, glaube ich, nicht nochmal buddeln. Ja, keine Interaktion, das ist auf Cooldown. Oh, was liegt denn hier im Gras? Auf jeden Fall greifen wir es an. Er steht auf. Aber der ist schon gut verwundet. Den müssen wir auf jeden Fall verfolgen. Der dürfte eigentlich verbluten. Wobei ich nicht weiß, ob ich jetzt schon Blutungsschaden mache. Das ist halt der Standard, bis nicht da aktuell nur kann. Ich habe keine Ausdauer mehr. Schade, schade. Hat er Glück gehabt. Die Sonne geht endlich langsam auf. Ich habe jetzt übrigens gerade auch einen neuen Biss gelernt. Nämlich einen Biss, der mehr Blutungsschaden macht. Dieser hier macht zwar auch Blutungsschaden, aber nur geringen Blutungsschaden. Und der andere macht halt starken Blutungsschaden. Hat aber dementsprechend auch mehr Cooldown. Das muss ich halt bedenken, wenn ich das benutze. Und ich habe jetzt auch noch einen besseren Wenderadius. Das habe ich ja gerade auch noch gelernt. Das ist schon sehr beeindruckend, wie ich mit dem mich drehen kann um die eigene Achse. Oh, was ist hier denn? So ein Hai. Schnell und wendig der ist. Oh, der kann voll aus dem Wasser springen. Das ist ja witzig. Ist euch übrigens auch gefallen, dass ich jetzt doch meinen Skin geändert habe? Die sehen jetzt echt böse aus, oder? Der gefällt mir echt gut. Perfekt für so eine Vulkanlandschaft oder sowas. Der Hai kommt leider hier nicht mehr ans Ufer. Ich hätte ihn gerne mal gebissen. Schön mit dem Blutbiss einmal reingehackt. Wir sind übrigens... Ja, noch ein bisschen haben wir, bis wir ganz ausgewachsen sind. Also wenn der gelbe Balken da voll ist, dann sind wir zu 100% ausgewachsen. Und ich muss auf jeden Fall noch ein paar Missionen machen, weil uns Coins fehlen. Damit wir auch noch die anderen Sachen lernen können. Das hier ist schon eher die Umgebung, wo wir hinpassen.
schön mit diesen dunkleren Felsen. Wobei auffällig sind wir so oder so immer. Einfach weil wir so leuchten mit unserem Segel. Ich glaube, über uns ist schon wieder irgendwas. Hört sich zumindest so an. Aber das ist jetzt egal, wir müssen weiter wandern. Hier ist es ja auch schon wieder wunderschön. Dieser Farbkontrast von meinem Segel. Oh, hier kommen wir leider nicht runter, ne? Ich probiere es trotzdem. Oh, alles easy. Okay, keinen Schaden bekommen. Ich habe aber auch einen Skill gelernt, dass ich weniger Fallschaden bekomme. Gehe übrigens jetzt auf maximalen Wenderadius und auch auf maximalen Blutungsschaden mit meinen ganzen Fähigkeiten, die ich gelernt habe. Ja, erstmal hier ein Schlückchen uns gönnen. Wir müssen aber auch gleich das Wasser hier überqueren. Ich glaube, es macht sogar Sinn, wenn wir darüber schwimmen. Sieht auch gerade relativ frei aus. Deswegen nutze ich jetzt mal die Chance. Wir sind halt so auffällig. Naja, ich will ja auch kämpfen. Ich will mich ja nicht verstecken. Sonst hätte ich eine andere Farbe gewählt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich würde gern dagegen fighten. Ist das schon wieder ein T-Rex oder das Pleto oder so? Und auch Schweifhiebe und sowas. Sollte jetzt schon mal ein bisschen bluten. Ja, wenn er den Stomp macht, haben wir es einfach. Wir haben uns mit einem Tail Whip erwischt. Wir müssen ganz ruhig kämpfen, das Blut für uns arbeiten lassen. Ihr seht ja, das Blut tropft da hinten aus seinem Schweif raus. Wir können gleich wieder den Call machen, dass wir verstärkt sind. Könnten wir ihn wieder gut hitten. Ah, er blutet. Muss ein bisschen aufpassen wegen der Ausdauer. Bisschen Regen. Aua. Okay, krass, da hat er mich erwischt. Schön den Wenderadius nutzen. Haben wir nochmal erwischt. Ich versuche nochmal seinen Stomp zu baiten. Hat geklappt. Oh, kann der schnell beißen danach. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann sollten wir doch aufpassen. Ich dachte, der hat höheren Cooldown.
Unsere Ausdauer ist nicht so geil. Er blutet aber. Ich will mal kurz Ausdauer regen. Gehen mal ganz kurz weg. Und legen uns hin. Er kommt. Das wird mies. Irgendwie hinter ihn kommen. Brauchen aber echt viel Ausdauer, um hinter ihn zu kommen. Ich glaube, ich muss das ein bisschen geschickter anstellen. Problem ist, der Server restartet auch in 4 Minuten. Also allzu lange können wir es nicht mehr rausfighten. Herauszögern hier. Ich habe ihn leider nicht erwischt. Brauche aber nochmal Ausdauer. Geh mal hier vorne auf so eine Bergkuppe. Da lege ich mich nochmal kurz hin. Er legt sich auch hin. Da, wenn ich aber volle Ausdauer habe, kann ich mehr damit anfangen. Ich weiß nicht, wie schnell mein Blutungsschaden regeneriert. Er will es auch gerade wissen. Es ist schwer, ihn zu treffen. Sein Schweif ist so hoch. Ich muss da echt nah ran in den Körper, glaube ich. Jetzt habe ich ihn gehittet. Ich kann halt null einschätzen, wie das mit der Blutung funktioniert, ob das gut klappt oder nicht. Wir haben nicht mehr viel Ausdauer schon wieder. Aber er blutet. Oh nein, der Server wird gleich restarten. Die Zeit tickt. Warum muss der denn restarten, wenn ich gerade einen Kampf habe? Wie gemein. Das reicht halt nicht mehr, leider. Wir werden ihn nicht mehr ausgeblutet kriegen. Schade, schade, schade. Aber ein cooler Fight. Das war's. Gute Übung schon mal. Ein Raptor ist das. Er rennt leider weg.
Schade, schade. Da komme ich auch nicht hinterher. Oh, der Raptor kommt wieder. Kann ich den so treffen? Ja, er blutet auf jeden Fall. Ich habe ihn getroffen. Okay, der hat ja gar keine Chance. Das ist natürlich mies, ne? Wenn er an mich ranpounce und ich ihn hitten kann. Ist halt für ihn dann mehr Schaden, als er mir zufügt. Von mir hat er fast gar keinen Schaden gemacht. Aber ich dachte, das war auch noch ein relativ kleiner. Der war nicht mal ausgewachsen. Das sieht so cool aus. Ich mag den Dimetrodon richtig, richtig gerne. Komm her, Pumba. Was geht's? Aua. Oh, der hat auch einen krassen Wenderadius. Aber meiner ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oh nein, der Spino kommt. Das war klar. Müssen gehen. Bisschen wegrennen vor dem Spino zumindest. Meine, du Wildsau. Bin noch nicht fertig mit dir. Hier können wir kämpfen. Das waren gute Hits. Face tanken will ich den eigentlich nicht. Wie wir uns einfach im Kreis drehen, ist schon witzig. Da hat er mich auch wieder gut erwischt. Ich höre schon wieder Steps. Ich glaube, der Spino kommt. Muss man ihm die Augen ein bisschen offen halten. Oh, das ist ein Charge Bite. Da müssen wir aufpassen. Aua. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ups. Habe ich nicht drauf geachtet. Die Sau ist auch angeschlagen. Wir sollten wegrennen. Er blutet. Er rennt auch weg. Ja, der verblutet, glaube ich, nämlich gerade. Ich brauche halt noch ein bisschen Ausdauer. Ich kann der Blutspur ja folgen. Ist der hier im Busch? Oder ist der weitergegangen? Da vorne ist er. Ich bin halt auch super low und habe kaum noch Stamina. Ist nicht so geil.
Oh, wir haben ihn. Oh, das war ein knapper Kampf. Oh mein Gott. Pumba besiegt. Den lassen wir uns jetzt schmecken hier, den Schweinebraten. Oh, was ist das? Das ist ein Cerato, oder? Oh, der hat uns gehittet. Da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht in den Rhein renne. Der will seinen Charge-Bite immer machen und bleibt dann stehen. Das ist ziemlich smart. Oh nein, ich glaube, da mischte ich was ein. Ja. Ich lock den mal hier ein bisschen rüber. Er blutet halt gut. Er hat Charge-Bite aufgeladen. Oh, der hat gut Schaden bekommen. Oh nein, das war vom Timing ganz schlecht. Ich dachte, der Charge-Bite hält nicht so lange. Oh, da war ein Lag. Gott, ich kämpfe gerade nicht gut. Okay, das war ein guter Hit. Blutet halt echt gut. Oh. Ups. Das ist natürlich schlecht. Dann versehen. Das ist nicht gut für die Ausdauer. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo hochkomme. Oh nee, ich will jetzt hier nicht ersuppeln. Ach Gottchen. Warum falle ich denn in so einem Fight da rein? Ich komme hier nicht so hoch. Gott, wir haben ein Riesenproblem. Ja, das ist jetzt ein trauriges Ende, Leute. Was soll ich sagen? Da habe ich nicht geguckt, wo ich hingelaufen bin. Jetzt werden wir einfach ersuppeln. Ich glaube auch nicht, dass ich hier noch einen Weg rausfinde. Unsere Luft ist gleich weg. Okay, ich lebe. Doch noch nicht vorbei. Wir brauchen Ausdauer. Ja, immer schön gucken, wo man hinläuft. Das war jetzt echt ärgerlich, weil jetzt ist die Blutung wieder weg und da konnte das alles heilen. Na, ich gehe trotzdem nochmal hin. Guck mal, er wartet da vorne aber auf mich. Im Busch. Ich renne hin. Da ist er. Wieder gut erwischt. Er blutet. Oh, der ist stark verwundet. Haben ihn nochmal gut gehittet. Wir lassen das Blut für uns arbeiten. Auch gut erwischt. Wir müssen ein bisschen mehr chillen. Das ist ganz schön schnell. Und wendig auch.
Er blutet halt gut. Und da haben wir ihn. Sehr, sehr schön. Das hat geklappt. Das ist jetzt unser Siegersnack, würde ich sagen. Und damit beenden wir dann auch das heutige Video. Hat echt Spaß gemacht mit dem Dimetrodon. Falls es euch gefallen haben sollte, dann lasst gerne ein Like da. Das würde mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.